So, das ist bei Killer is Dead. Weiter geht's mit Episode Nummer 10. Träger der Liebe. Schauen wir mal. Oh, das russische Verteidigungsministerium. Die Roten wollen unsere Dienste. So sieht's nämlich aus. Name TM551. Männlich. Kanisterkopf. Mal gucken, wo er ist. Mal gucken, wer uns jetzt gegenüber sitzt. Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Ob, wirklich jemand vom russischen Verteidigungsministerium irgendwie ankommt und sagt, oh Gott, fang diese Lokomotive ein. Oder wie das laufen soll. Matroschka. Oh, armer Tommy. Armer, kalter, harter Tommy. Tommy. Oh, you poor thing, Tommy. Tut mir schon ein bisschen leid. How do you feel? A new surge of power? Whoa. Oh, fuck. Tommy is pissed. Now, it's time for revenge. Okay, wir rächen uns an dieser fiesen Lokomotive. Der Träger der Liebe. Ich bin gespannt, ob wir jetzt wirklich gegen die Lokomotive kämpfen müssen dann irgendwann. Lassen wir uns einfach mal überraschen. Hey Brian. Take a look. There's our target. Ah. Now I understand why you so quickly took the initiative on this mission. All right, you can take point on this one. What does she mean? Men have always had a romance with steam engines. All that power, the mechanical form. It's not a job for women and children. Ain't that right, Mondo? That's right. Railways are a man's passion. Yay, Mika! Ich mag die Kleine. Du brauchst mindestens mal einen 3-Tage-Bart, um eine Eisenbahn zu bedienen. Je männlicher der Bart, desto besser. Aber ich weiß nicht. Bei dem mächtigen Teil müsste er wahrscheinlich so lang sein, dass du auf die Schnauze fällst, wenn du versuchst zu laufen. Interessant. Lass uns vor zum Zug kämpfen, so wie es aussieht. Yeah! Look at that! Now this is a man's job! A man's job! If this thing crashes through the city, it'll be a catastrophe. Well, I guess nicht kommen. Can you handle it, Mondo? Hallo? I guess this makes me a stowaway, but we have no choice. Sir, please be careful. Don't worry. I've got a man's passion on my side. If we can pull this one off, we're throwing a pierogi party. Yeah! Ich habe zwar keine Ahnung, was pierogi party ist, aber ich will auf jeden Fall eine pierogi party haben. Danach. Instead of pierogies, pierogies give me indigestion. I'll be waiting for you in Moscow. Good luck, kid. Don't the job? Killer is dead. Der Job? Box die Lokomotive. So richtig mit der Faust auf die Schnauze. Make your way to the front of the train and kill Tommy. Okay. Wird gemacht. Mach das da drüben. So. Die dann komischen Stängelschildern können warten. Die greifen mich erstmal nicht an. Der Typ hat eine. Oh, fuck. Eine Attacke, die auf Entfernung geht. Deswegen ist er erstmal gefährlicher. Das ist gut. Aber von hinten rankommen, haben sie keine Chance. Und das erwarten sie auch nicht wirklich. Das ist schon ein bisschen dumm teilweise. Ein bisschen mehr von dem Mondgestein. Einen guten Mondgestein. Oh, Packer! Kommt der mit seinem komischen Massagestab hier? Und denkt, er kann ihm ins Gesicht drücken?
Nein, mein Freund, da bin ich anderer Meinung. Ah, shit. Hat er mich erwischt. Damn! Das war ein schlechter Move, mein Freund. Ich habe uns gerade die Köpfe zusammengeschlagen. Die zwei Vollidioten. Nimm mal dein Eisstängel aus meinem Gesicht. Was ist eigentlich dein Problem? Ich freue mich schon auf die Grenze, wenn sie mit den Hunden kommen und sie dein Holz anpinkeln und es wird auf ewig nach Urin riechen. So. Sieht's erstmal gut. Darf ich jetzt weitergehen? Ach, ich muss eigentlich um Erlaubnis bitten. Ich gehe einfach weiter. Oh ja, fünfmal Spaß. Spaß in Tüten. Okay, bringt nichts, wenn ich da draufschlag. Kann ich auch nicht wirklich was machen damit. Soll ich da noch rangehen an die Seite, oder? Was erwartet ihr hier von mir? Jungs, aha, aha. Jetzt peile ich's. Okay, war gar nicht so schwierig. Soll ich dich vielleicht ganz lassen, weil da vorne irgendein Vollidiot mit dem Scharfschützengewehr rumsteht? Oh ja, schau mal. Headshot. S. Genau das ist eingetreten, nicht nur einer. Diesmal kein Headshot. Das war ein motherfucking Headshot, sag ich doch. Oh shit, vielleicht hätte ich ein bisschen weiter wegbleiben sollen. Lass mal die von hier umbringen. Die sind halt. Aha! Die sind halt, sag ich mal, auf nahe Entfernung nicht so wirklich ein Problem. Aber je weiter ich davon wegkomme, desto größer die verdammte Gefahr, dass vier gleichzeitig anfangen, auf mich zu ballern. Und da habe ich nicht so unbedingt Bock drauf, wenn ich ganz ehrlich bin. Warum bloß? Warum möchte ich keine heiße Kugel mit dem heißen Metall aus meinem Arsch ziehen? Oh, das funktioniert gut so. Das funktioniert sehr gut so. Mal nach einem anderen Stil hinrichten. Hast du mir mal ein bisschen Energie, bitte? Bei ihm hätte ich gleich weitermachen können, aber zu langsam. Dann eben nicht, was soll's. War trotzdem gut, was wir da rausbekommen haben. 890. Holy shit, das ist einiges. Lass mal ein bisschen was davon ausgeben. Lass mal ein bisschen was davon ausgeben. Der Drill wird verbessert. Nicht unbedingt eine kleine Stufe der Begrenzung des Titaners. Ich habe immer noch keinen Plan, was es ist, aber ich mach's einfach mal. Muzzleback-Schlag. Hm. Dann haben wir es in den Boden. 20. Besser den hier und nehmen dann noch das hier. Dann sind wir alle glücklich. Sind wir alle glücklich. Wenn ich dann meinen Katana in den Boden rammen werde, der Boden aufschreit, weil er leidet und er stirbt, aber es ist mir völlig egal, weil ich habe bezahlt und ich möchte es auch ausführen. So sieht's aus, Boden. Du bist ersetzt. Wow. Ich kann dich leicht ersetzen. Sieht aber cool aus. Ah, das nicht unbedingt. Okay. Oh, das ist am besten. Spring ich darüber. Oh, goddamn. Okay, das sind keine explosiven Dinger. Shit. Skrap, Brian.
Ist da ein Staubsauger dabei? Wow. Okay. Ich zweifle nicht mehr an deinem Staubsauger. Brainstorm. Auch im Ruhezustand ist Brains Vollstreckungstechnik Brainstorm nicht schlechter geworden. Mit rechten Zählen Chain Gun. Maser? Was ist das? Ein Maser? Ein verdammter Meuchellaser oder? Okay. Aha! So ein mächtiges Teil, was er hier hat, ey. Was zur Hölle? Ist da eigentlich noch irgendwas? Irgendwann, wenn ich boxen sollte. Ah, dich soll ich boxen. Das war schleunig, dass du gar nicht nah genug um mich rankommst. Okay, ich hab leider erstmal genug. Und sonst um. Das Ding da oben. Ihr beiden denn her? Oh, ein Nickerchen hier? Uncool. Okay. Ich glaube, ich habe. Was es denn da drüben angeht, erstmal alles down. Die drei Dinge sind am Brennen. Yay, Erfolg. Ich kann auch ein Weichen hier. Ach, warte mal. 3 von 6 erst. Zur Hölle. Ah, okay. 4 von 6. Okay, das war mal ein Turm, für mich nur kleiner irgendwie. Zur Hölle finde ich denn die anderen Dinger? Ja, hier irgendwo angezeichnet sind die dann. Aha, da drüben. Wie hätte ich die denn sehen sollen? Da war ich einfach nur. Wow, fuck, zu blind. Ah, ne, jetzt fährt er auch zum ersten Mal wirklich ein bisschen hinter mir, dass ich auch eine Chance habe, da ranzukommen. Das war nämlich das Problem an der Sache. Das Problem an der Sache ist, es dauert ewig mit diesem Turm hier. Wer geht mir da auf den Sack? Wo zur Hölle? Keine Ahnung, wo du herkommst. Irgendeiner nervt mich das hier. Oh, bist du das? Na, Nummer 5. Und Nummer 6, komm schon. Das ist doch schon mal brennen. Hat doch nichts mehr. Was zur Hölle? Ich kümmere mich jetzt erstmal um diesen Scheißgegner, der hier am Rumschwirren ist. Nicht der gewesen. Ich weiß, es war nicht er. Irgendwo schwirrt noch. Außerhalb meiner Reichweite wahrscheinlich irgendein Pisser rum, der gerade voll auf die Klöten geht. So, 6 von 6. Dankeschön. Oh, man. Sehr gut. Oh, komm schon. Hat es noch nicht gereicht. Hat es noch nicht gereicht. Oder sind es wirklich diese Teile, die auf mich schießen? Warte mal ganz kurz. Die Teile schießen doch auf mich? Okay. Bullshit. Noch ein weiterer Grund, warum ich auf die Schnauze vernehmt habe. Das kommt schon den nächsten. Ja, ich muss mir immer mal wieder dazwischen ein bisschen Zeit nehmen, um dann die Klopse zu kloppen, die unten rauskommen. Im übertragenen Sinne kloppen mit meiner Schnellfeuerwaffe, die ich hier gerade habe. Ja, die macht Kloppen um einiges leichter. Wer hätte das gedacht? Die Kunst des Nasenbruchs mit einer AK. Das wäre ein Buch, was ich kaufen würde. Warum? Ich habe keine Ahnung. Einfach nur so.
Und ich würde jedem dieses Buch empfehlen. Auch wenn es der größte Scheiß ist. Einfach nur, dass die Leute dieses Buch kaufen. Okay. Den Großen kann man schon was antun. Das auch ein bisschen dauert. Grab, 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 grab. Ah, bleib weg von mir. Jawoll. Blechbüchse. Fuck you. Ah, shit. Dann bleibt ein kleiner Bro vorgerannt. Ich hab sowas von keine Ahnung, ob die irgendwo einen Sweet Spot haben, wo ich mehr Schaden machen kann, aber ich halt einfach mal drauf. Funktioniert ja auch so ausgezeichnet. Sehr gut. Ernten wir alles. Awesome. Weiter gehen. Ah, hier seid ihr rausgesprungen. Jetzt verstehe ich's. Freaks. Nein. Absolut nicht. Ich schon wieder. Komm dann nachher bei dir vorbei. Ein Kaffee. Anklingeln, wenn ich auf dem Weg bin, Natalia. Oder Natalie, wie auch immer du heißt. I don't know. Ich habe Orte, an denen ich sein muss. Ich hab Dinge zu tun, weißt du? Ist nicht so einfach. Wow, was zur Hölle? Ich meine, ich kann mich auch hinknehmen, wenn es sein muss. Das geht ja relativ schnell, von dem her. Sehe ich da kein Problem. Haha! Voll auf die Schnauze bekommen. Au, 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 das war knapp. Voll auf die Schnauze bekommen. Das hat mir Freude bereitet. Aber sowas von Headshot, oder? Jawoll! Golden. Runter, Mondo. Wenn du das Gesicht behalten willst, solltest du diesmal auf jeden Fall auf mich hören, ne? Und ey, man, ich hätte dich schlimmer treffen können mit deinem Gesicht, deswegen. Pass einfach auf. Ich will nicht alle Zähne ausschlagen. Well, what do you think? Can you do it? I'm almost at the front car. We're only 50 kilometers away from Moscow. Ist was Gutes oder Schlechtes? Haben die Roten was gegen uns? Boss, are you trying to push it with your hand? Vielleicht. And the damn things are frozen now, too. Can't wait to warm it up with some vodka. Why don't you stop pushing it by hand and use your motorcycle and a chain? Yeah. I was just about to... What the... Ah! That's the best you got! Okay. So ein fieser Schneeball. What the fuck? Hat sie einfach nur weggehauen? What the heck was that? Oh shit, das ist die Maske von Brian. Ja, sieht ganz so aus. Boss! Boss! Boss, what happened? Den Zug hat ihn erfasst. Oh, da ist der Rest von ihm. Boss. Oh nein. Shit, Brian. I will not let your death be in vain. Oh man, das macht mich traurig. Ich mochte Brian.
Das ist echt mies jetzt. Wo kam dieser riesen Schneeball her? Keiner weiß es, wir werden es niemals erfahren. Es war der Schneeball des Teufels, Mann. Der Teufel war schuld. War gerade Skifahren mit seinen kleinen Teufelskindern. Ja, fuck that. Ja, so in der Art. Why? What gives you that right? Frankly, it pains me to have to destroy you. Steam engines are a man's passion, but a job's a job, and mine's to destroy you. Weiß man noch nicht ganz, wie ich eine komplette Wand zerstören soll, aber schon okay. My vengeance! Try and stop me! Deswegen bin ich da. I sense there is no longer an ounce of romance in you. You've lost what you once had. Very well. Makes my job simple. Und wie wir eine verdammte wild gewordene Metallwand verprügeln, schauen wir uns beim nächsten Mal an. Bis dahin, haut rein.